Ich weiß es nicht, mir fällt einfach nichts ein. Vielleicht mit den Klammern irgendwie spielen? Ich sehe das Ding eher als Geldautomat. Auch nicht. Was haben wir sonst? Wir haben noch mal Ernie. Vielleicht kann er uns weiterhelfen. Mist. Hallo, Ernie. Was brauchst du denn? Nee, ich sehe mich mal um, was ich so tun kann. Sei brav, wenn du kannst. Hab ich irgendwas übersehen? Wir haben noch den Code. Wir haben ansonsten nur dieses Ding, die Galerie. Aber da haben wir auch schon uns das angesehen. Da gab es ja auch nichts, ne? Warte mal. Ist der Hausmeister hier auch drin? Das ist Quickel, der die Geräusche gemacht hat. Hollister, Marcello. Nino? Wo ist denn Tackle? Der ist ja gar nicht mit drin, ne? Oh. Okay. Ich habe keinen blassen Schimmer. Soll ich einfach alles ausprobieren am Werkzeugkasten? Ich weiß, das ist für euch ein bisschen langweilig, aber das hatte ich schon ausprobiert. Aber was soll ich denn sonst machen? Mit dem Schlüssel? Auch nicht. Schild? Auch nicht. Marker? Ich sehe das Ding eher als Geld. Auch nicht. Ich meine, die Kerzen werden es wohl auch nicht tun. Nee. Na, Klammern hatte ich schon probiert, ne? Die Klammern. Das hatten wir noch nicht. Die Kapsel? Kann ich die Kapsel vielleicht ihm geben? Nein, das bekommt er nicht. Okay. Auch nicht. Vielleicht bin ich ja auf einer ganz falschen Fährte. Ich sehe das Ding eher als Geldautomat. Auch nicht. Messer hatte ich probiert. Vielleicht kann ich ihm eine Blume schenken. Hier, bitteschön. Nein, das bekommt er nicht. Kann ich hier? Man verschenkt seinen Trichter. Er will ihn nicht verschenken. Das ist keine Verwendung für einen. Auch nicht. Das hatte ich auch schon probiert. Arg. Ernie. Mist. Ich müsste ihn eigentlich ablenken, ne? Kann es sein, dass er da weggeht, dass ich da dran kann? Könnte ich ihn vielleicht, dass er mit. Oder muss ich ihn jemanden aus den anderen Zimmern herauslocken? Können wir es mit Quickel nochmal probieren? Dass er ihn ablenkt? Ich hätte da mal eine Frage. Was hältst du von Ernie, dem Tagesaufseher? Als Vorsitzender der Insassengewerkschaft von Happydale äußere ich mit fester Stimme meine Uneinigkeit mit der offiziellen Verlautbarung zum Thema. Funktioniert nicht. Ernie? Da drin ist der Belüftung. Ach, Ernie ist ein guter Chuck, Kamerad. Passt so gut auf. Ich war kurz davor, mich. Ich fühlte mich fast überlastet. Kann ich nicht sagen, er soll zu ihm hingehen oder so? Hallo, Ernie. Was brauchst du denn? Elvis Spring. Was ich tun kann. Ich sehe mich mal um. Sei brav. Warum habe ich das Gefühl, wir müssen nicht hier irgendwas machen? Oder den Code? Einen Hinweis auf einen Code habe ich auch nicht bekommen, ne? Hinweiscode. Obwohl, 102? Macht das Sinn? Kann ich das austesten? Ich teste das mal aus. Aber solange Ernie da sitzt, würde es wahrscheinlich auch nicht gehen, ne? Versuchen kostet nichts. Das sind 4 Ziffern, ne? Den Code nicht erraten, Basco. Ist gut. Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass wir hier... Können wir da was abnehmen? Ich könnte höchstens das Foto von diesem Heuchler Bennett rausholen. Und das nur, um es zu verbrennen. Okay. Aber Chuck ist gar nicht dabei. Wir hätten nur hier Ernie, ne? Wo ist er? Ist er da überhaupt drauf? Ja, da. Da sieht er nicht schlecht aus. Ein stiernackiger Elvis-Verschnitt. Geht nicht. Es ist unter Glas. Können wir irgendwas damit machen? Mit den Bildern? Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee wäre. Ach.
Theoretisch könnte man ja eigentlich was draufmalen, oder nicht? Das ist nicht nötig. Was, Miss Brunstein? Was? Was stand da gerade? Verpasst? Miss Brunstein auf ihrem Foto ein Schnurrbart? Oh nein. Warum nicht? Das ist nicht nötig. Nein. Das ist die Idee. Was? Nee. Das ist der wahre Key. Perfekt. Und jetzt? Ups. Ernie, bist du Chuck Berry-Fan? Damit treibt man keine Scherze, Basco. Ach. Aber auf deinem Foto an der Tafel steht, dass Chuck der wahre King ist. Was? Aha! Das Corpus Delicti, wie man sagt. Du hast dir nicht mal die Zeit genommen, es zu verstecken. Er gehört mir aber nicht. Hierher! Mach das sauber mit deiner Zunge! Chuck ist der wahre... Niemals! Na schön! Ich gebe dir eine Minute, um deine Meinung zu ändern! Oha! Hallo? Achso, solange er da... Da muss ich wahrscheinlich schnell zum Kasten, ne? Schnell, schnell, schnell! Wo ist raus? Schluss! Ich habe dir schon genug ich Zeit gegeben. Ich hab ihn! Wirst du diese blasphemische Schweinerei... Und die Stirnlampe wird mir gut durch die Luftschächte helfen. Chuck Berry ist der King! Ich habe heute meinen großzügigen. Na komm, überleg's dir nochmal. Krass. So. Oh Mann. Das absolute Chaos. Mal sehen, ob ich den Lüfter von der Kavo-Sprache erreichen kann. Das sah ganz schön kompliziert aus. Aber echt mit dem Schnurrbart, ne? Ich habe schon verstanden, dass man ihn ablenken muss und sowas. Aber man kommt hier echt ohne so Austesten nicht weiter. Ui, was ist das denn? Gute Nachricht. Ich habe den Hauptlüfter gefunden und der Ort scheint ziemlich verlassen. Okay. Jemand hat die Tür offen gelassen. Es hat irgendwie so einen gruseligen Touch hier, ne? Kurgan! Mein Gott! Er ist... Und der Kopf? Ach du meine Güte. Hat der Lüfter ihn abgetrennt? Oh nein. Ekelhaft. Das verändert alles. Davon muss Gabo erfahren. Wo soll ich nur damit hin? Genau da. Hat ihn jemand umgebracht? Ja, toll. Das war keine gute Idee. Bist du dumm? Brian hat Kurgans Kopf verbrannt. Und danach? Wir sind da. Bieg nach links ab. Drittes Kapitel. Ein passender Selbstmord. Es muss hier irgendwo sein, ich bin fast sicher. Also, was ist denn am Ende mit Brian passiert? Später. Ja, siehst du, da steht Bennets Mietwagen. Bennett? Aber Brian wollte doch flüchten, weil sie ihn ins Gefängnis stecken wollten. Irrtum. Er floh, weil er ein Telefonat mit angehört hat, in dem ich einen Insassen, der für verrückt erklärt werden wollte, des Mordes beschuldigte. Jacob Kurgan. Oh. Ganz im Gegensatz zu Basco. Er ist unschuldig. Er hat Kurzmeier nicht umgebracht. Die Aufnahmen, die wir von unseren Hypnosesitzungen gemacht haben, beweisen es aus psychologischer Sicht. Bedauerlicherweise reicht es nicht, damit die Geschworenen ihn freisprechen. Das ist der Grund, weshalb wir hier sind. Im Haus von Colonel Jerome D. Chapman. Chapman, Kurzmeiers Stellvertreter? Hier bleibt der, der während Brians Prozess Selbstmord beging? Ja und nein. Meiner Ansicht nach beging er kein Selbstmord, sondern wurde umgebracht von dem, der hinter dem Ganzen steckt. Und Sie denken, wir finden hier Hinweise, die das beweisen können? Ja, genau. Übrigens, Chapman hatte einen Tag vor seinem Tod einen Termin mit Richterin Whitley vereinbart, um ihr etwas Wichtiges mitzuteilen. Ich weiß nicht, was es ist, aber vielleicht finden wir hier irgendwelche Hinweise darüber. Doktor, ich brauche noch Antworten auf einige Fragen, aber zählen Sie auf mich. In Ordnung. Sie durchsuchen alles hier unten, ich übernehme die obere Etage. Gibt's hier warmes Wasser? Ich muss mich duschen oder die Hinweise werden von mir weglaufen.
Schön geduscht, frische Klamotten. Ich fühle mich wie neu. Okay. Wahrscheinlich hat man hier Chapmans Leiche gefunden. Wie makaber. Besser, ich ignoriere es. Ich konzentriere mich auf die Suche nach Hinweisen, aus denen hervorgeht, dass er keinen Selbstmord begangen hat. Und seine angebliche Nachricht für die Richterin suche ich auch. Komm schon, Gina, los. Okay, also ich muss sagen, der dritte Teil fühlt sich echt wie so ein Krimi an, ne? Also ständig hier mit dem Prozess und mit dem Mord und alles, ne? So viele Geheimnisse. Ich mag das richtig gerne. Aber ich kann mir nicht erklären, wie das alles aufgelöst wird. Also es ist richtig spannend. Gut, schauen wir uns erstmal ein wenig um, was es hier so gibt. Wir haben hier ein Foto. Man sieht, dass Chapman der geborene Sportler war. Derjenige, der ihn umgebracht hat, muss sehr vorsichtig vorgegangen sein. Ja, so einfach kann man ja nicht einen Sportler hier erlegen. Das Foto ist nicht schlecht, aber es gleich behalten, naja. Ich verstehe nicht viel vom Boxen, aber dem Design nach scheinen sie ziemlich alt zu sein. Was haben wir da im Inventar? Das Handy? Ich habe hier keinen Empfang. Okay, hat sich schon mal erledigt. Und was sind die Blätter? Bennett gab sie mir, bevor ich duschte. Es ist eine Kopie von Chapmans angeblichem Abschiedsbrief. Man fand ihn neben der Leiche. Da steht: An die ehrwürdige Richterin Lutricia C. Whitley. Möge der Himmel mir für das vergeben, was ich tun werde. Aber noch mehr flehe ich darum, dass in den Vereinigten Staaten von Amerika wieder Gerechtigkeit walte. Ein Land, das ihr, wie es scheint, ohne Bedauern den Rücken gekehrt hat. Was nützt es, das Vaterland zu verteidigen, wenn es einen nicht selbst verteidigt? Was haben meinem Colonel Kurzmeier 40 Jahre Treue und ehrenhafte Dienste gebracht? Wieso kann ein Mörder wie Brian Basco mit einer kleinen Lüge und einem vorgespielten Gedächtnisverlust die Justiz zum Narren halten? Ich hoffe, dass mein Unglück und meine Entehrung wenigstens dazu dienen, dass Sie, die zuständige Richterin, darüber nachdenken und sich richtig entscheiden. Stecken Sie einen Mörder dorthin, wo er hingehört, und stellen Sie die Gerechtigkeit wieder her. Gott sei meiner Seele gnädig. Okay, aber es ist abgetippt, ne? Okay. Bestimmt hat Chapman die während seiner Zeit als Boxer getragen. Okay. Ich sollte mir häufiger die Sachen anschauen, ne, im Inventar. Vielleicht hätte ich noch mehr Hinweise bekommen, anstatt immer blind alles auszuprobieren, weil ich einfach schon so dran gewöhnt bin, an die vorherigen Teile, wo man wirklich einfach alles stumpf ausprobieren musste, weil man überhaupt gar keine Hinweise bekommen hat, ne? Aber gut. Der sieht gemütlich aus. Einfach so, völlig grundlos? Wenn man die Menge Arbeit betrachtet, die ich noch vor mir habe. Nein, dazu bräuchte ich schon eine Ausrede. Haben wir Zeitung, eine Lampe, ein Sofa? Ich bin die ganze Nacht gefahren. Gabo hat mich nur ein paar Stündchen abgelöst. Da ist das Sofa viel zu verlockend. Nicht, dass ich keine Lust hätte, aber ich habe jetzt wirklich keine Zeit zum Schlafen. Na gut, hier gab's nichts. Da geht's nur die Treppe rauf. Wow. Oh, Perspektivwechsel, die machen mich immer nervös. Eine Zeitung? Wenn es sein muss, Kurzmeiers Mörder droht Höchststrafe. Drecksblatt, was wissen die schon vom Mörder? Aber dann heißt es, wir haben, Brian hat das alles falsch verstanden. Und der Mörder, wer war dann jemand anderes? Oder ich bin verwirrt. Die hat nur schlechte Erinnerungen wachgerufen. Ich lasse sie lieber, wo sie ist. Kannst du es auch in den Kamin werfen? So. Bennett scheint die nicht angemacht zu haben. Das hat doch keinen Sinn. Gibt's hier irgendwas versteckt vielleicht? Hm. Dort hinten sind die Regale. Die Bücher und die Fossilien. Chapman muss Geschichts- und Paläontologie-Fan gewesen sein. Okay. Chapman war ja der reinste Bücherwurm. Ja, aber nicht nur das. Es ja, wird Zeit, das Zimmer gründlich zu durchsuchen. Sehr schön. Macht sie automatisch. So ungewohnt, sie in so einem Casual-Stil zu sehen, ne? So mit Jeanshose und so.
Aber ich finde es cool, dass wir hier ein bisschen mehr mit ihr spielen, weil im zweiten Teil war sie ja non-existent, ne? Wir wissen immer noch nicht, wie sie überhaupt gerettet wurde. Na super. Ich habe überall gesucht und absolut nichts gefunden. Nichts, was im Entferntesten ein Hinweis sein könnte. Das wird viel schwieriger, als ich dachte. Okay. Also hier ist soweit nichts. Für das Haus eines Witwers sehe ich zu viele davon. Die meisten Männer begnügen sich mit einem Flaschen- und einem Dosenöffner. Nein, davon kann ich nichts gebrauchen. Okay, aber... Was sind das für Geräusche? Ach, wegen der Fliege oder was? Ah, das Ding kann mir doch zu etwas nütze sein. Ihhh, das war eklig. Aber gut, können wir uns das anschauen? Teigschaber. Sie hat mit einem Teigschaber eine Fliege getötet. Ein tolles Insektizid. Aber okay. Wenn es sie glücklich macht. Können wir hier noch was schauen? Was ist eigentlich hier? Das haben wir gemacht. Betrachte Sofa. Schränke und Schubladen. Habe ich die mir angeschaut? In den Schubladen liegen Silberbesteck und einige Tischdecken. Die brauchen wir wahrscheinlich auch nicht. Oder? Nein, ich habe sie vorhin geöffnet. Die Sachen darin würden mich nur interessieren, wenn ich ein Galadinner schmeißen wollte. Na gut. Gehen wir erstmal dann raus. Mir fällt hier nichts weiter ein. Ach, das sieht ja voll schön aus hier. Das gefällt mir. Was ist das denn? Ein Brunnen? Wir hatten zu Hause einen ähnlichen. Der ist verschlossen, oder nicht? Der ist mit einem Sicherheitsschloss abgeschlossen. Okay. Fischgräten? Chapman muss sehr stolz auf seine Fänge gewesen sein. Wozu brauchen wir ein Fischskelett? Ich weiß es nicht, aber ich versuch's einfach. Sie hängen an Angelhaken und Schnüren und sind mit einem dünnen, kurzen Seil zusammengebunden. Ich könnte die Angelschnur nicht mit den Händen zerreißen. Und mit den Zähnen komme ich nicht mit dran. Mit den Zähnen? Kann man hier noch was machen? Wir können zur vorderen Veranda gehen. Hier die Schaukel können wir nicht benutzen. Das sind Birken, oder? Nein, ich möchte mich nicht so weit von der Waldhütte entfernen. Das sind Birken. Auch Birken? Warte mal. Wir haben Fischgräten, Brunnen, Birken. Okay, und dann geht's noch auf die andere Seite. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Ui, ist das groß. Puh. Wir haben hier noch einen Schuppen. Hier ist die Vorderseite da. Hier sehe ich nichts. Hier ist eine Brücke. Waldhütte. Boah, ich brauche diese Ansicht. Okay, es gibt hier noch was. Betrachte unter der Brücke. Aber das sieht wirklich schön aus. Schon wieder diese Siberia-Vibes, ne? Das Flussbett ist völlig ausgetrocknet, aber... Was ist das da? Gina, jetzt musst du dein ganzes Wissen über exotische Tänze anwenden. Das hat sie nicht gemacht. Oh, Junge. Sieh mal an, eine Drahtschere. Toll. Okay, herzlichen Glückwunsch. Aber können wir theoretisch mit dieser Drahtschere nicht die Fischgräten abmachen? Theoretisch? Ich meine, ich wüsste nicht wofür, aber müsste das nicht möglich sein? Sonst gibt es hier nichts, ne? Nee. Laufen wir einmal kurz wieder zurück. Obwohl, wir könnten es doch auch mit dem Brunnen probieren. Machen wir beides. Probieren wir beides aus. Einmal das. Keine Ahnung, wozu ich ein Fischskelett brauchen kann, aber... Man weiß nie hier. Ich finde es auch seltsam, dass wir ganz viele Sachen noch gar nicht gebrauchen, ne? Die wir sammeln. Ich bin mir ganz sicher, dass Ach es so, mir irgendwie Angelhaken. Daran habe ich wird. Gar nicht gedacht. Ich habe an das Skelett gedacht. Okay, aber lass uns erstmal das probieren noch. Das klappt nie. Hm. Das Sicherheitsschloss ist doch viel dicker und fester als ein Draht. Okay.
Na gut, dann nicht. Sollen wir es dann gleich nochmal mit der Hütte? Bennett wird ihn gemietet haben, um hierher zu kommen. Ne? Ich habe keinen Schlüssel. Und das Kurzschließen von Autos ist nicht mein Fall. Außerdem will ich hier gar nicht weg. Gehen wir kurz in den Schuppen rein. Wobei mir gerade einfällt, wir waren auch gar nicht auf dem zweiten Stock beim Haus, ne? Aber können wir ja auch gleich machen, wir haben ja genug Zeit. Nanu, das ist vielleicht ein großes Sicherheitsschloss. Und abgeschlossen auch noch. Okay, können wir das denn aufschließen jetzt? Mit einer Drahtschere? Das wird schwierig. Okay. Das heißt, wir kommen hier theoretisch gar nicht weiter. Also muss ich so oder so dann wieder ins Haus. Was ist eigentlich hier? Ach so, da geht's da rein. Okay, dann sind wir jetzt wieder hier. Warte mal, wir haben hier einen Baseballschläger. Den habe ich vorhin gar nicht gesehen. Chapman starb an einem Kopfschuss und wies keine Schlagwunden im Gesicht auf. Damit bleibt der Baseballschläger bei der Untersuchung außen vor. Nein, ich will weder Baseball noch Psychopath spielen. Alles klar, ich hab's versucht. Ansonsten, zack, zack, zack. Das meiste haben wir hier angeschaut, ne? Meine Oma hatte so einen. Fein, ich übe schon mal für den Ruhestand. Echt jetzt? Ach, süß. Probieren wir mal aus. Ach, schön. Ich liebe Schaukelstühle. So entspannt. Ich frage mich, wie lange das dann läuft. Ach so, okay, schon fertig? Schluss jetzt. Ich habe genug Zeit vergeudet. Okay, Leute, wir werden in der nächsten Episode den zweiten Stockwerk hier erkunden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann würde ich wie immer sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.